Top 78, Antrag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Inbetriebnahme der Partikeltherapieanlage am Universitätsklinikum Gießen und Marburg, ist Meilenstein für den Medizinstandort Mittelhessen und für die betroffenen Patienten. 192674, 10 Minuten je Fraktion. Das Wort hat Herr Dr. Ralf Norbert Bartelt. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Jetzt werden in Marburg Patienten mit bösartigen Tumoren mit Schwerionen behandelt, zunächst 200, bald 1.000 Patienten im Jahr. Darüber freuen wir uns mit den Kranken und dem Klinikteam. Die Patienten erhalten eine erfolgversprechende Perspektive. Hier waren bislang die Standardtherapien an Grenzen gestoßen, weil der Tumor nicht operierbar war, die konventionelle Bestrahlung lebenswichtige Strukturen in der Umgebung zerstören würde, die Krebszelle nicht strahlensensibel ist und die medikamentöse Therapie nicht mehr anspricht. Diese Menschen bekommen eine realistische Chance, ihre Krankheit zu überwinden. Heidelberg und Marburg sind in Deutschland die einzigen Standorte der Schwerionentherapie. Die ähnliche Protonentherapie wird auch nur an drei weiteren Zentren in Deutschland, nämlich München, Essen, Dresden, angeboten. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft Radioonkologie ist die Protonen- und Schwerionentherapie bei 10% der bestrahlten Patienten eine Verbesserung gegenüber der konventionellen Therapie. Daher besteht in Deutschland ein Bedarf von 10.000 Therapieplätzen. Dem stehen derzeit 4.000 gegenüber. Auch im europäischen Ausland gibt es nur 10 Zentren für diese Therapie. Es gibt in der Forschung die begründete Annahme, dass die Schwerionentherapie mit geladenen Kohlenstoffatomen der Protonentherapie bei vielen Tumoren mit geringer Strahlensensibilität überlegen ist. In den weltweit 56 Anlagen für Partikeltherapie gibt es aber nur 8 Zentren, die Schwerionentherapie praktizieren. Die Anlage in Marburg ist also therapeutisch und wissenschaftlich weltweit herausragend. Hessen kann stolz darauf sein. Hessen ist auch stolz, weil diese Technik im Helmholtz-Zentrum für Schwerionentherapie in Darmstadt entwickelt worden ist. Der Weg zur Inbetriebnahme der Partikeltherapieanlage war durchaus steinig und von Rückschlägen begleitet. Es wurde hier über Jahre auch debattiert. Nur so viel zur Rekapitulation. Noch Anfang 2014 befand sich die Anlage im Besitz der Firma Siemens, die diese Anlage stilllegen und abbauen wollte. In einer genau gleichen Ausgangslage in Kiel, in der landeseigenen Universitätsklinik, führte dies auch zum Abbruch der Planung einer solchen Therapieanlage. In Hessen dagegen wurde erfolgreich am Ziel festgehalten, krebskranken Menschen mit dieser innovativen Therapie zu helfen. Die Anlage wurde von der Rhön AG zurückerworben. Es wurde die Betriebsgesellschaft Marburger Ionenstrahltherapiezentrum MIT gegründet, und es wurde eine Forschungskooperation der Universitäten Heidelberg und Marburg und dem Heidelberger Ionenstrahltherapiezentrum vereinbart. Dies alles ist Ergebnis harter Verhandlungen unseres Wissenschaftsministers Rhein. Und ganz besonderer Dank gilt unserem Ministerpräsidenten Bouffier, der in der kritischen Phase der Gespräche die Verhandlungspartner auf den richtigen Weg geführt hat. Es wurde auf die herausragende Bedeutung des Ziels hingewiesen. Es wurde aber auch darauf hingewiesen, dass das Scheitern erhebliche Rechtsfolgen und Reputationsminderung für die Rhön AG haben würde. Die Ausarbeitung einer Klageschrift und das Einräumen von Nachfristen führte zu Überzeugung der Beteiligten
dem Abschluss von insgesamt 28 Verträgen und schließlich der Inbetriebnahme der Anlage in Marburg. Dies alles erfolgte gegen den erheblichen Widerstand von SPD und LINKEN. 2012 forderte die SPD schnellstmöglich, die Rhön AG zu verklagen. Noch im März 2014 wurde vorgetragen, man wäre schon viel weiter, wenn die Klage gegen die Rhön AG schon eingeleitet wäre. Ja, weiter beim Abbau der Anlage, das mag schon sein. Das zeigt, dass auf der linken Seite die Anlage schon längst mental aufgegeben war. Es ging Ihnen nur noch um einen Schadensersatz. Sie hatten nur noch die 100 Millionen € im Sinn. Wir hatten die Hilfe für 1.000 Menschen im Jahr. Durch eine Klage hätte man nach Jahren vielleicht einen Teil der Forderung erstreiten können. Die Anlage wäre dann aber längst abgebaut. Noch in der letzten Debatte im Februar dieses Jahres versuchte die Opposition trotzdem alles madig zu machen und zweifelte immer noch den Erfolg an. Insbesondere wurde die Verteilung der Anteile an der Marburger Betreibergesellschaft 75,1 % Heidelberger Ionen Therapiezentrum, 24,9 % Rhön kritisiert und Ängste geschürt, dies wäre zulasten des Standortes Marburgs und Marburg würde zu einer Dépendance degenerieren. Dem ist aber deutlich entgegenzuhalten. Erstens, nach Ihrer Weltanschauung müsste es doch gut sein, wenn nur ein kleiner Teil in privater und ein großer Teil in öffentlicher Hand wäre. Und das sind die 75 % Baden-Württemberg. Zweitens. Für die Marburger Universitätspräsidentin Frau Prof. Krause ist die Zusammenarbeit zwischen Marburg und Heidelberg auf Augenhöhe und hat für sie einen Modellcharakter. Drittens. Die ärztlichen Leitungen beider Häuser haben gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit und sehen in ihr weitere Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten. Viertens. Die medizinische Fachgesellschaft befürwortet die Koordination der Partikeltherapie durch das Heidelberger Zentrum für alle Therapien, die in Deutschland mit Partikeltherapie stattfinden. Fünftens. Die Aufnahme der klinischen Behandlung jetzt, die Ankündigung in Marburg, wird ein Schwerpunkt in der Behandlung von Kopf-, Hals- und Gehirntumoren gesetzt, widerlegt die Befürchtung, Marburg wäre nur eine untergeordnete Außenstelle von Heidelberg. Derzeit besteht das Hauptanwendungsgebiet der Bestrahlung mit Schwerionen in der Behandlung von Tumoren der Schädelbasisknochen und operativ schwer zugänglicher Hirntumoren. Der Nutzen bei Tumoren innerer Organe wird erforscht und geprüft. Die Prinzipien der punktgenauen Tumorzerstörung bei Schonung des nur wenige Millimeter entfernten gesunden Gewebes eröffnen aber Behandlungsperspektiven weit darüber hinaus. Die Entwicklung medikamentöser Therapien, die bösartige Zellen selektiv angreifen, eröffnet zudem die Chancen von interessanten kombinierten Behandlungsstrategien. Vielleicht kommt heute diese neue Therapie nur 1 % der Krebserkrankten zugute. Auch das wäre es schon wert. Uns liegt jedes einzelne Schicksal am Herzen. Das neue Behandlungsprinzip wird zunächst in der Forschung, dann in klinischen Studien und später als Standardtherapie in der Zukunft aber eine viel größere Anwendung finden. Die Formen der Partikeltherapien Kohlenstoffionen und Wasserstoffprotonen stehen in Heidelberg-Marburg beide zur Verfügung. Auch das ist einzigartig, sodass ein Vergleich möglich ist. Die Standorte Heidelberg und Marburg sind deutschlandweit Kristallisationspunkt
der Entwicklung und Anwendung neuer Formen der Tumorbehandlung. Die Landesregierung hat durch Einsatz des Ministerpräsidenten und des Wissenschaftsministers hieran erheblichen Anteil. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Bartel. Das Wort hat der Abg. Grumbach, SPD. Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen der SPD-Fraktion möchte ich mich bei Ihnen ausdrücklich bedanken. Sie haben uns etwas ermöglicht, was wir alleine unter Ernstnehmen des Parlaments nicht geschafft haben. Wie verabschiedet man einen guten Abgeordneten? Man gibt ihm die Chance zu einer guten Rede. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Grumbach. Sie haben gemerkt, meine Damen und Herren, das war etwas ganz Besonderes. Das war eine Ankündigung des Redners der SPD durch einen Ankündigungsredner der SPD-Fraktion. Das ist alles neu. Der Kollege Dr. Spies in seiner neuen Funktion, der geht ja auch nicht mehr, der schreitet. Und, ich nehme an, er spricht auch nicht mehr, er wird verkünden. Bitte sehr, Herr Dr. Spies, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit Verlaub, Herr Präsident, wenn ich Sie hoffentlich demnächst einmal im Marburger Rathaus begrüßen darf, werden Sie feststellen, auf unserer Rathaustreppe kann man auch nur schreiten. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ein Tag der Freude, dass nunmehr endlich und mit 3 Jahren Verspätung die Partikeltherapieanlage des Universitätsklinikums Heidelberg am Standort Marburg in Betrieb geht. Ja, es ist ein Tag der Freude, weil nunmehr in Heidelberg ausgesuchte Patienten, denen Partikeltherapie nützen könnte, am Standort Marburg behandelt werden können. Ja, es ist ein Tag der Freude, weil eine hessische wissenschaftliche Spitzenleistung der GSI nun auch an einem hessischen Standort tatsächlich angewandt werden wird. Und ja, es ist ein Tag der Freude, weil sich auch für den Fachbereich Medizin der Philipps-Universität zumindest wissenschaftlich neue Möglichkeiten ergeben, auch wenn diese Anlage leider nicht strukturell wirklich in den onkologischen Schwerpunkt in Marburg integriert ist. Da war etwas anderes vereinbart worden. Ja, es ist ein Tag der Freude, weil diese überaus kostspielige und aus Steuermitteln durch den Erlass eines Teils des Kaufpreises für das Universitätsklinikum Gießen und Marburg finanzierte Anlage nun in Betrieb geht. Es ist gut für die Patienten, dass die Partikeltherapie zur Behandlung jener Krankheiten, für die sie geeignet ist, zur Verfügung steht. Aber das Land hat in seiner Not zu einem Ergebnis zu kommen, auf seine und die Rechte der Philipps-Universität ohne Not verzichtet, meine Damen und Herren. Aber ist ein bisschen Selbstbeweihräucherung zum Thema UKGM wirklich das relevante Thema für einen Setzpunkt zu diesem Zeitpunkt? Fast zeitgleich mit der Öffnung des Marburger Ionentherapiezentrums teilte die Rhön AG mit, dass es zukünftig keine gemeinsame Geschäftsführung von Gießen und Marburg mehr geben werde. Beide Standorte werden nun nur noch autonom und im Wettbewerb neben und gegeneinander agieren. Das, meine Damen und Herren, wäre allerdings dringend einer Beratung würdig. Denn mit dieser Entscheidung greift der private Betreiber tief und verabredungswidrig in die vereinbarten Strukturen wie in die erklärten Absichten des Landes ein. Und, meine Damen und Herren, bei aller Kritik an der Privatisierung, jene war falsch, ist falsch und bleibt falsch, bestand doch immer Einigkeit, dass die Initiative des früheren Ministerpräsidenten Roland Koch für eine Fusion und die wirtschaftliche Einheit beider Standorte richtig war, meine Damen und Herren. Das Ziel der Fusionsankündigung 2003 war ja gar nicht die Privatisierung, war ja gar nicht die Finanzierung der Investitionen an den Standorten Gießen und Marburg aus Krankenkassenbeiträgen und aus der Arbeit der Beschäftigten heraus, wie es durch die Privatisierung eingetreten ist,
sondern es ging darum, nach jahrelangen Debatten mit einem Schlag die wirtschaftliche Einheit beider Standorte durch die Fusion zu schaffen. Die Idee der Privatisierung kam ja überhaupt erst ein Jahr später im Zuge der Konflikte zwischen den Standorten auf. In der politischen Auseinandersetzung um die Privatisierung des Universitätsklinikums Gießen und Marburg ist die Leistung der Fusion oft untergegangen. Es war eine heute vergessene, wirklich herausragende Leistung von Roland Koch und der hessischen CDU. Ich will das ausdrücklich betonen. Nach Jahrhunderten des Konflikts an einer Grenze ungefähr bei Lolla gibt es heute eine ganz neue Qualität der Zusammenarbeit der Universitäten und der Fachbereiche. Diese Entwicklung hat zwar natürlich mit einer Präsidentin und einem Präsidenten zu tun, die das als Person diese Kooperation suchen. Aber natürlich hat es auch damit zu tun, dass durch die Fusion der Universitätskliniker ein Zusammenwirken erzwungen wurde, das es bis dahin noch nicht gab. Das war ein Ergebnis Ihres Handelns. Und darauf sollten Sie stolz sein, meine Damen und Herren, insbesondere von der CDU. Umso weniger kann die jetzt eintretende Entwicklung hingenommen werden, keineswegs von Ihnen. Wie oft haben wir gehört, dass hier das drittgrößte Universitätsklinikum Deutschlands, dass hier eines der großen hochschulmedizinischen Zentren der Welt entstanden sei, mit ganz neuen, großen zukünftigen Möglichkeiten. Tatsächlich aber wurde genau diese wirtschaftliche Einheit nie umgesetzt. Es gibt kein gemeinsames Budget, es gibt keine gemeinsame EDV, es gibt keine gemeinsame Struktur in zentralen Fragen, z.B. der Organisation der Abrechnung. Es gibt nicht einmal eine gemeinsame Krankenhausnummer für die Krankenhausplanung, meine Damen und Herren. Die zentrale Idee des Landes war die Zusammenführung beider Standorte mit dem Ziel einer gemeinsamen, abgestimmten, koordinierten Struktur. Das Papier dazu, wer damals dabei war, wird sich entsinnen, hatte den aparten Namen Quertapete. Was davon ist umgesetzt? Mit der Privatisierung der Mittelhessischen Universitätsmedizin, mit der Fusionsbildung bestand die große Chance einer engen Netzwerkbindung zwischen den beiden Kliniken am UKGM und mit den Krankenhäusern, die seinerzeit zum Rhön-Konzern gehörten und heute ja schon lange nicht mehr dabei sind. Das hätte gerade unter dem Gesichtspunkt Versorgungsforschung durchaus Chancen beinhaltet. Aber all diese potenziellen Kooperationen wurden nicht eingegangen. Prof. Werner, der leider im Sommer das UKGM verlassen hat, hat konsequent darauf hingewiesen, dass die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Standorten intensiviert werden müsste, während doch man den Eindruck hatte, dass vielen Entscheidungen nicht einmal das echte Bekenntnis zu einer belastbaren Gemeinsamkeit erkennbar war. Wo war hier die Landesregierung? Zitat: Andeutung einer Benachteiligung durch ein Gießener Übergewicht bei Entscheidungen ist vermutlich nicht falsch beobachtet. Allerdings sollte nicht verkannt werden, dass die heutige Situation das Ergebnis einer gegen Wettbewerb unter verschiedenen Geschwistern der Standorte gerichteten und auf einen Konsens gegen den Privatisierer setzendes Verfahrensmodell entstanden ist. Dieses hat nie funktioniert und wirkt zunehmend gegen die Erschaffer. Gießen als der damals Schwächere hat sich eben näher an uns und unsere Möglichkeiten orientiert. Diese Feststellung einer Benachteiligung und eines Ungleichgewichts bei Entscheidungen auf der Grundlage von Wohlverhalten stammt nicht von mir. Sie stammt von Eugen Münch, Ihrem Vertragspartner. Wohlverhalten von Hochschullehrern als Voraussetzung angemessener Behandlung? Die Metabetrachtung, die Reflexion der Bedingungen des eigenen Faches gehört selbstverständlich zur Wissenschaftsfreiheit in ihrem Kern dazu. Deshalb ist diese Haltung nicht nur vertragswidrig, sie ist mit der Verfassung nicht vereinbar, meine Damen und Herren. Es kann nicht sein, dass die Bedingungen am Großgerät Universitätsklinikum des Fachbereichs Medizin, und genau das ist und bleibt die Rangfolge, vom politischen Wohlverhalten in der wissenschaftlichen Betrachtung eben dieser Bedingungen des Großgerätes abhängig gemacht wird. Würden Sie, Herr Staatsminister, und ich weiß, dass das unvorstellbar ist, würden Sie, Herr Staatsminister, den Umgang des Landes mit seinen Hochschulen vom politischen Wohlverhalten der Hochschullehrer abhängig machen? Ihr Rücktritt wäre unvermeidlich, aber natürlich käme in diesem Haus niemand auch nur auf die Idee. Umso mehr, meine Damen und Herren, umso mehr ist die Landesregierung gefordert, klarzustellen, was geht und was nicht. Umso mehr ist die Landesregierung gefordert, den verfassungsmäßigen Schutz der Wissenschaftsfreiheit auch in der Betrachtung der Bedingungen des eigenen Faches, auch gegenüber den wirtschaftlichen Interessen des Vertragspartners geltend zu machen. Die Verfassung, meine Damen und Herren, gilt auch für Eugen Münch.
Aber offenbar bestand ja nie die Absicht des Partners, diese Vereinbarung einzuhalten, obwohl die Fusion zum Kerngehalt der Vereinbarung gehört. Noch einmal, Herr Münch, meine Meinung war es immer, dass ein maßvoller Wettbewerb der Standorte und eine höhere Autonomie, die logischerweise der obersten Unternehmensführung eine stärkere, aber weniger häufig ausgeübte Schiedsrichterrolle überträgt, zum Erfolg führt. Nein, meine Damen und Herren, das war so nicht abgemacht. Abgemacht war die wirtschaftliche Einheit und nicht der Wettbewerb zweier Standorte. Genau den zu vermeiden, war die Initiative von Roland Koch, genau an dieser Stelle zur Einheit und Gemeinsamkeit und nicht zum Wettbewerb zu führen, war die Vorstellung des Landes, die in diesem Hause einmal Konsens war, meine Damen und Herren. Und deshalb ist das die eigentliche Herausforderung, die sich, wenn ich zum letzten Mal hier dazu etwas sagen darf, die sich für den Landtag und die Landesregierung stellt. Wie kann Sorge getragen werden, dass die wirtschaftliche Einheit, die kooperative Struktur, die Fairness zwischen den Standhalten etabliert und durchgesetzt wird? Wie kann sichergestellt werden, dass Absprachen über Schwerpunkte eingehalten werden? Wie kann die Durchführung der Schwerpunktbildung nach fachlichen und wissenschaftlichen Kriterien erfolgen? Wie kann es sichergestellt werden, dass der wirtschaftliche Ausgleich zwischen den Standorten nicht davon abhängt, wer die besseren Fallpauschalen an Land zieht, meine Damen und Herren? Der Rückbau oder die Schließung eines Universitätsklinikums war, ist und bleibt keine Option. Das war schon 2003 so, als manche dachten, dieses wäre das Ziel der Landesregierung. Man wird kein Universitätsklinikum schließen können. Man wird keinen Fachbereich schließen können. Angesichts drohenden Ärztemangels, angesichts der Herausforderungen der Forschung, es gibt es keine Alternative zum Fortbestand aller drei Kliniker und Fachbereiche in Hessen. Im Gegenteil, es stellt sich eher die Frage, wie Ausbau und Weiterentwicklung zu machen ist. Dabei kann die Idee einer modellhaften Kooperation vor Ort, wie sie die Rhön AG vertritt, in der Integration von ambulanter und stationärer Medizin unter Einbeziehung von Prävention und Nachbehandlung sehr wohl Chancen in der Region schaffen, wenn es gelingt, das Klima am Standort und das Vertrauen in der Region deutlich zu verbessern. Das UKGM und seine beiden Standorte sind ohne jeden Zweifel hervorragende Krankenhäuser, trotz der Privatisierung und seit weit über 100 Jahren. Das darf nicht verdorben werden. Deshalb ist die Landesregierung nicht wegen ihrer 5%, sondern wegen des überragenden öffentlichen Interesses und wegen ihrer Verantwortung für die Möglichkeiten wie die Sicherung der Freiheit von Forschung und Lehre mehr als gefordert, aktiv zu gehen. Es gibt herausragende Chancen an diesen Klinika. Man muss sie lösen. Aber das wird nur gelingen, wenn Sie sich mehr um das Ergebnis Ihrer Privatisierungsentscheidung kümmern, Herr Staatsminister. Denn die Wahrheit ist wie bei allen Privatisierungen. Man wird nicht frei von der öffentlichen Verpflichtung, Aufgabenwahrnehmung sicherzustellen. Stattdessen wird es schwieriger und aufwendiger, wenn man um des kurzen Vorteils die eigene Steuerung abgegeben hat. Die SPD-Fraktion war immer willens, die SPD-Fraktion und Thorsten Schäfer-Gümbel und ich werden seit dem 2. Februar 2006 nicht müde, anzubieten, dabei mitzuwirken. Und ich darf das nicht nur im Namen der SPD-Fraktion sagen, auch die kommunale Ebene in Marburg wird mit großer Freude Sie in dieser Frage unterstützen, um die Spielräume, die sich ergeben, für regionale und kommunale Gesundheitspolitik in der Prävention, in der ambulanten und stationären Versorgung, in der Nachsorge und der Selbsthilfe um das Zentrum der Hochschulmedizin herum in der Region zu verbessern. Da gibt es viel zu tun. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass das, was einmal Ihre anerkennenswerte Idee und Leistung war, auch heute Bestand hat und endlich wirksam umgesetzt wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Spies. Ich gehe davon aus, das war die letzte Rede, die du hier im Hessischen Landtag gehalten hast. Du hast es dir selbst und allen anderen nie einfach gemacht. Das ist ja auch eine Aufgabe des Abgeordneten. Wir wünschen für die zukünftige wichtige
Tätigkeit als OB in Marburg. Alles Gute, Glück auf und lass uns ab und zu mal sehen hier. Wir fahren fort in der Debatte. Das Wort hat die Frau Abg. Jeanine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn ich Mitglied der schwarz-grünen Regierungskoalition wäre, was zugegeben eine schlimme Vorstellung ist, dann wäre ich für Sie genauso wie für mich. Für diesen vollkommen hypothetischen Fall, der nicht eintreten wird, wäre ich sehr erleichtert darüber, dass die Partikeltherapieanlage in Marburg nach langem Hin und Her nun doch in Betrieb geht. Darüber hinaus würde ich zu dem ganzen peinlichen Hickhack drumherum schweigen. Denn die Geschichte des Partikeltherapiezentrums zeigt erneut, dass es ein großer Fehler war, das Uniklinikum Gießen-Marburg zu privatisieren, meine Damen und Herren. Aber nicht so Schwarz-Grün, die hier alles Ernstes beantragen, dass der Landtag sich bei der Landesregierung bedanken soll für ihre, Zitat, abgewogene und erfolgreiche Verhandlungsbegleitung in der Sache. Ich will nur feststellen, dass das Wort Verhandlungsbegleitung auch eine sehr interessante Bezeichnung ist, angesichts der Tatsache, dass die Landesregierung ja Vertragspartner des Rhön-Konzerns ist und nicht unbeteiligter Dritter, wie hier suggeriert wird. Vorneweg will ich sagen, ich freue mich für alle Patientinnen und Patienten, die nun in Marburg im Partikeltherapiezentrum behandelt werden können. Natürlich ist jede Therapiemaßnahme, die die Heilungschancen eines schwerkranken Menschen verbessert, zu begrüßen. Deswegen ist es natürlich gut, dass das Partikeltherapiezentrum endlich in Betrieb geht. Aber der Landesregierung zu danken, dass sie sich jahrelang von der Rhön AG hat auf der Nase rumtanzen lassen, das geht mir entschieden zu weit. Zur Erinnerung, die Partikeltherapieanlage war ein zentrales Versprechen, mit der für die Privatisierung des Uniklinikums im Jahr 2006 geworben wurde. Etwa 2.000 Menschen sollten pro Jahr damit behandelt werden. Jetzt ist im Übrigen nur noch von einem Bruchteil dessen die Rede. Dafür bekam die Rhön AG damals einen Investitionskostenzuschuss von 107 Millionen € vom Land, also faktisch den gesamten Kaufpreis wieder zurück, damit sie diese Anlage errichtet. Es wurde vertraglich vereinbart, dass die Partikeltherapieanlage bis zum 31.12.2012 in Betrieb geht. Die Anlage war dann auch einsatzbereit, aber sie ging nicht in Betrieb, weil der Rhön AG die Kosten zu hoch waren. Das heißt, allein konnte die Rhön AG die Inbetriebnahme nicht stemmen, obwohl sie sich genau dazu vertraglich verpflichtet hatte. Dann begann ein jahrelanges Hin und Her. Die Landesregierung hat dann Fristen verlängert und hat sich von der Rhön AG hinhalten lassen, statt auf die Einhaltung des Vertrages zu bestehen. Da will ich nur sagen, Herr Dr. Bartelt, also es ist nicht die Opposition, die die Inbetriebnahme verhindert hätte, auch wenn man das aus Ihrer Rede ja fast so ein bisschen raushören könnte. Schuld sind nicht diejenigen, die auf Missstände hinweisen, sondern schuld ist Rhön AG, die vertragsbrüchig geworden ist. Das, finde ich, muss man schon einmal so deutlich sagen. Ich finde es auch ehrlich gesagt eine ziemliche Unverschämtheit, sich hier hinzustellen und zu behaupten, der Opposition würde das Wohl der Patientinnen und Patienten nicht am Herzen liegen, als ginge es hier um parteipolitische Profilierung. Ganz im Gegenteil. Weil uns das Wohl der Patientinnen und Patienten am Herzen liegt, genau deshalb waren wir dagegen, ein Uniklinikum an eine Aktiengesellschaft zu verhökern, weil dann eben nicht mehr das Patientenwohl, sondern die Gewinnmaximierung im Vordergrund steht. Weil wir das Patientenwohl im Blick haben, genau deswegen sagen wir, Krankenhäuser, Unikliniken gehören in die öffentliche Hand. Nun hat die Landesregierung mit Rhön eine Möglichkeit gefunden, damit das Partikeltherapiezentrum in Betrieb gehen kann. Allerdings hat sie mit der ursprünglich vertraglichen Regelung überhaupt nicht mehr viel zu tun, denn 75 % der Partikeltherapie wird künftig nicht durch die Rhön AG in Marburg, sondern durch das Uniklinikum in Heidelberg getragen, und das wohlgemerkt mit 3 Jahren Verspätung.
Die Landesregierung hat der Rhön AG also einen 100-prozentigen Kaufpreiserlass gewährt, dafür, dass die Rhön AG 25 der Partikeltherapie übernimmt. Das feiern Sie dann als erfolgreiche Verhandlungen. Ich finde, Sie müssen sich schon einmal überlegen, welches Signal Sie setzen an alle anderen, die Verträge mit dem Land schließen, welches Signal Sie hier eigentlich aussenden. Und ohne das Uniklinikum in Heidelberg bzw. deren Ionenstrahltherapiezentrum, wo schon seit Jahren Paretspatienten auf diese Weise behandelt werden, gäbe es noch heute keine Partikeltherapie in Marburg. Und da will ich schon einmal sagen, das ist schon ein Treppenwitz der Geschichte, dass man 2006 argumentiert, man müsse das Uniklinikum privatisieren, unter anderem, weil man dann eine Partikeltherapieanlage errichten könnte. Und jetzt ist es einem Uniklinikum im öffentlichen Besitz zu verdanken, dass dieses Vorhaben überhaupt realisiert werden kann. Da kann man doch nur froh sein, dass andere Landesregierungen nicht auf die Wahnsinnsidee gekommen sind, ihre Unikliniken zu verkaufen. Und da kann ich nur sagen, also, wenn das nicht belegt, kann ich nur sagen, also ein Lob auf die öffentliche Trägerschaft, dann funktioniert es auch. Also, wenn es noch einen Beweis gedurft hätte, dass es besser funktioniert, wenn es landeseigene Betriebe sind, wenn Unikliniken in der Hand des Landes sind, dann ist es genau diese Geschichte. Ohne ein landeseigenes Uniklinikum hätten wir heute noch kein Partikeltherapiezentrum, weil das privatisierte Uniklinikum es nicht auf die Reihe bekommen hat. Und ich finde, das ist auch eine Erkenntnis dieser ganzen Geschichte. In Hessen ist die Landesregierung unter Roland Koch eben den fatalen Weg gegangen und hat das Uniklinikum an eine Aktiengesellschaft verkauft. Und dann ist jahrelang behauptet worden, mit den lächerlichen 5 Anteilsbesitz habe das Land ja seine Möglichkeiten und seine Einflussnahme gewahrt. Einflussmöglichkeiten, und auch das zeigt diese Geschichte, hat das Land aber kaum. Und zwar nicht beim Thema Partikeltherapie, aber vor allem nicht, wenn es um Fragen des Personalabbaus geht oder auch als die Übernahme durch Fresenius im Gespräch war. Die Privatisierung des Uniklinikums ist und bleibt ein Fehler. Die negativen Konsequenzen sind offensichtlich. Und ich finde, das sieht man auch gerade, wenn man sich die immer schwieriger werdende Arbeitssituation der Beschäftigten ansieht. Und auch dazu will ich ein paar Sätze sagen, weil ich finde, das kann im Landtag gar nicht oft genug diskutiert werden, wenn die Beschäftigten sich immer wieder öffentlich zu Wort melden und auf ihre Situation hinweisen. Und wir erinnern uns, im Mai hat der Betriebsrat einen offenen Brief an den Ministerpräsidenten geschrieben, in dem sie die Lage der Beschäftigten schildern. Davon ist die Rede von über 130.000 Überstunden. Die zunehmende Arbeitsverdichtung, der anhaltende Personalabbau wird beklagt. Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen werden nicht darüber informiert, ob sie weiter beschäftigt werden. Auszubildende werden nicht übernommen. Und das alles, so der Betriebsrat, führt zu einer Resignation der Beschäftigten, und es wirkt sich auf die Patientenversorgung, aber auch auf Forschung und Lehre aus. Und die Beschäftigten, der Betriebsrat kommt zu dem Schluss, dass es nur dem unermüdlichen Einsatz aller Beschäftigten verdankt werden kann, dass überhaupt die geforderte Qualität geleistet werden könnte. Aber natürlich geht das auf Dauer auf die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen. Der Betriebsrat hat damals in seinem Brief den Ministerpräsidenten aufgefordert, dass er seiner Verpflichtung zur Sicherung der Krankenversorgung endlich nachkommt. Wir erinnern uns auch, was der Ministerpräsident damals gemacht hat. Erst hat er 2 Wochen überhaupt nicht geantwortet, und dann hat er geantwortet, aber er hat sich eben nicht vor Ort ein Bild gemacht von der Lage und mit den Beschäftigten im Betriebsrat gesprochen, sondern er hat mit einem Brief geantwortet, wo er den Beschäftigten eins zu eins die Position der Geschäftsleitung darlegt. Dieser Antwortbrief des Ministerpräsidenten liest sich faktisch wie eine Presseerklärung der Geschäftsführung. Und siehe da, es war auch eine Pressemitteilung der Geschäftsführung, weil der Ministerpräsident eins zu eins von der Homepage des UKGM abgeschrieben hat und den verunsicherten und besorgten Beschäftigten quasi im Wortlaut geantwortet hat, was Rhön AG dazu sagt. Das heißt, sie haben sich vollkommen unkritisch die Position der Rhön AG zu eigen gemacht. Und ich finde, das ist ein Umgang mit Beschäftigten im Uniklinikum, der überhaupt nicht geht und der einfach peinlich ist, Herr Ministerpräsident. Und auch der jetzige Wissenschaftsminister, Herr Rhein, hat sich eben auch nicht
wirklich mit dem Wohl der Beschäftigten, mit den Sorgen auseinandergesetzt. Sie sind jetzt zur Einweihung der Partikeltherapie nach Marburg gefahren, zum Händeschütteln und Fotos machen. Aber ich finde, Ihre Aufgabe ist es doch gerade auch, sich den Sorgen der Beschäftigten ernst zu nehmen und, wenn es dort Bedenken hinsichtlich der Patientenversorgung gibt, hinsichtlich der Qualität, sich dem auch endlich anzunehmen. Weil das ist ja klar, dass die untragbare Arbeitsbelastung eben nicht nur ein Problem für die Beschäftigten ist. Nein, es ist auch eine Gefahr für die Patientinnen und Patienten. Und deshalb sind wir der Meinung, die beste Lösung wäre, wenn das Uniklinikum zurück zum Land käme, wie es ja auch viele in Mittelhessen fordern. Ein privater Klinikkonzern fühlt sich nämlich zuallererst seinen Aktionären verpflichtet, und dann eben, und das geht auf Kosten der Patienten und Beschäftigten. Und deswegen auch noch einmal die Aufforderung, Sie sollten endlich Personalmindeststandards schaffen. Dann, meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, dann dürften Sie sich endlich einmal selbst auf die Schultern klopfen, und dann würden wir als LINKE auch gerne mitklopfen, wenn Sie hier Personalmindeststandards schaffen. Zum Schluss möchte ich auch die Gelegenheit nutzen und mich bei Tommy Spieß bedanken für die jahrelange gute Zusammenarbeit im Wissenschafts- und Kunstausschuss, mich bedanken für die Arbeit als Ausschussvorsitzender und dir ganz persönlich alles Gute wünschen in Marburg. Und ich denke, man sieht sich das eine oder andere Mal. Vielen Dank und alles Gute für dich. Vielen Dank, Kollegin Wissler. Das Wort hat die Abgeordnete Nicola Beer, FDP. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, wir können über alle Fraktionen, und da habe ich selbst Bewegung bei der SPD gesehen, feststellen, dass der Tag, an dem in Marburg in der Partikeltherapieanlage der erste Patient endlich behandelt werden konnte, ein Tag ist, an dem viele Hoffnungen nicht nur in diesem Haus in Erfüllung gegangen sind. Hoffnungen unglaublich vieler Menschen in diesem Land und darüber hinaus, Menschen, die an unheilbaren Tumoren leiden und die durch diese neuartige Behandlungsmethode vielleicht die Chance haben, geheilt zu werden. Eine Hoffnung, für die wir uns als Freie Demokraten stets eingesetzt haben, auch wenn der Prozess bis zu dieser ersten Behandlung nun wahrlich kein leichter war. Aber ich glaube, dass die Tatsache, dass die Partikeltherapieanlage jetzt endlich in Betrieb gegangen ist, zeigt, dass es gut war, immer wieder gegen die Schwierigkeiten auf dem Weg dorthin anzukämpfen. Wir müssen ja eingestehen, dass auf dem Weg dorthin die Anlage zwischenzeitlich kurz vor dem Ausstand. Ich glaube, es war richtig, an dieser Stelle nicht nachzugeben, sondern weiter zu verhandeln, auch wenn es schwierig war. Es war richtig, dass der Ministerpräsident sich in den schwierigsten Phasen an dieser Stelle eingeschaltet hat, um die Verkeilungen, die es offenbar gegeben hat, zu lösen. Und es war richtig, auch daran festzuhalten, hier weiter zu verhandeln, weil wir als Land gewusst haben, dass wir mit einer schnellen Schadensersatzlösung, so wie sie insbesondere von der SPD-Fraktion in diesem Haus gefordert worden ist, eben nicht diesen Tag der Erfüllung von der Hoffnung von vielen kranken Menschen erreicht hätten. Denn dieses Geld hätte uns eben nicht die Hoffnung darauf gegeben, unheilbare Krankheiten mit neuen Methoden zu behandeln. Und von daher, sehr geehrter Herr Kollege Spieß, ja, Sie haben eigentlich einen anderen Weg in diesem Haus empfohlen. Aber Respekt dafür, dass Sie zumindest eingesehen haben, dass das Festhalten an diesen Verhandlungen dazu geführt hat, dass wir jetzt unser eigentliches Ziel erreicht haben. Ich hätte allerdings erwartet, dass Sie damit auch verbinden, das Eingestehen, dass nur die Privatisierung des fusionierten Universitätsklinikums diese Chance der Verhandlung überhaupt ergeben hat. Denn wir hätten als Land in der damaligen Situation der beiden Klinikstandorte niemals die Chance gehabt, eine solche Investition alleine zu stemmen.
Wir hätten niemals die Chance gehabt, auch heute nicht, weiterhin in ein solches finanzielles Risiko zu gehen, wie es diese Partikeltherapieanlage nach wie vor darstellt. Deswegen ist es gut, dass es mithilfe der Privatisierung gelungen ist, genau diesen Tag der Erfüllung der Hoffnung von sehr vielen unheilbar Kranken hier gemeinsam erleben zu dürfen. Wir werden diesen privaten Anteil auch weiter brauchen. Denn wir als Freie Demokraten verbinden mit diesem Tag der ersten Behandlung natürlich auch die Hoffnung darauf, dass weitere Behandlungen, dass weitere Forschungen an diesen Krebsarten, an diesen bislang unheilbaren oder nahezu unheilbaren Tumoren auch dazu verhelfen, dass wir neue Erkenntnisse haben, die weitere neue Behandlungsmethoden hervorbringen mögen, um eben diese Behandlung noch zielgerichteter, noch erfolgversprechender und damit noch mehr Menschen zur Heilung verhelfen mögen. Und damit ist das Strahlentherapiezentrum in Marburg auch für Hessen insgesamt eine Spitzentechnologie, die über den hessischen Standort hinaus strahlen wird, auch in ihren weiteren Ergebnissen. Und deswegen sollten wir alle gemeinsam alles dafür tun, dass diese Investition, und es ist ja völlig richtig, wenn Herr Spieß sagt, es ist auch eine Investition des Landes Hessen mit Steuergeldern. Das ist Steuergeld, das in meinen Augen richtig investiert wurde, dass diese Investition sich aber auch für weiterhin in noch mehr Heilungsmöglichkeiten niederschlagen möchte. Gerade auch, Herr Kollege Spieß, weil sich, und das wissen wir miteinander, diese Partikeltherapieanlage zum jetzigen Zeitpunkt eben noch nicht rechnet. Aber wir die Hoffnung darauf haben, dass durch weitere Forschungsergebnisse, dass durch weitere Erfahrungen in der noch besseren, noch effizienteren Behandlung von Patientinnen und Patienten es eben möglicherweise bald so sein wird, dass sich diese Formen der Behandlungsmethoden auch für uns alle gemeinsam mit weniger Steuergeldereinsatz eben durchführen lassen werden. Und deswegen, Frau Kollegin Wissler, kann ich auch nicht nachvollziehen, warum Sie hier ausgerechnet die Beteiligung des Universitätsklinikums Heidelberg kritisieren. Ich denke, es ist eine gute Lösung, dass gerade das Universitätsklinikum Heidelberg mit seinem Erfahrungsvorsprung hier jetzt entsprechend zum weiteren Erfolg der Anlage beiträgt. Und ich glaube, es wäre vielmehr ein Tag, an dem wir gemeinsam schauen sollten, wie wir den weiteren Erfolg nicht nur dieser Anlage, sondern auch unserer Universitätskliniker in Hessen insgesamt vorantreiben sollen. Und auch wenn ich vermisst habe, dass Herr Kollege Spieß für die SPD-Fraktion eingesteht, dass es ohne die Privatisierung und dass es ohne das auch weiterhin fließende private Kapital in diese Anlage gar nicht gegeben hätte, habe ich doch bei ihm im Gegensatz zu Ihnen, Frau Wissler, zumindest erkannt, dass er einen Weg gefunden hat, über seinen Schatten zu springen, dass er einen Weg gefunden hat, ein Angebot dafür zu machen, und ich hoffe sehr, dass die Regierungskoalition dies aufgreift, gemeinsam für den weiteren Erfolg unserer Universitätskliniker sowohl am Standort Gießen und Marburg als auch am Standort Frankfurt zu arbeiten. Ich glaube, dass es von Vorteil sein kann, wenn ein dortiger Rathauschef auch die entsprechenden vertieften Erkenntnisse und Einblicke in unsere Krankenhauslandschaft mit sich bringt und dementsprechend hier dann auch ein gedeihliches Zusammenwirken auch für den Standort macht. Frau Kollegin Beer, der Kollege Schaus hat das große Bedürfnis, Ihnen eine Frage zu stellen. Lassen Sie die zu. Gut, dann warten wir auf Ihren Gedanken und danach denkt man. Bitte. Und da gebe ich jetzt wiederum dem Kollegen Spieß recht. Es ist ja noch viel zu tun. Herr Kollege Spieß hat angesprochen, dass die weitere Integration der Standorte in Mittelhessen durchaus weiter optimierbar ist. Ich glaube aber auch, dass über die Frage der speziellen Erfordernisse an den Standorten Gießen und Marburg noch weitere Herausforderungen uns gegenüberstehen. Ich habe bei der letzten Diskussion dieser
Partikeltherapieanlage schon darauf hingewiesen, dass wir uns weiter bemühen müssen, und das ist leider bislang noch nicht ausreichend erreicht, eine auskömmliche Finanzierung für unsere Universitätskliniker zu erreichen. Es gibt spezielle Belastungen der Unikliniker für ihre Hochschulambulanzen, für die Assistenzarztausbildung, für die Behandlung sehr seltener, aber damit eben auch sehr kostenintensiver besonderer Krankheiten, für neue Therapieformen wie die, die jetzt eben bei der Behandlung der Tumore auf der Partikeltherapieanlage auch stattfinden, und vor allem für die weitere Erforschung und die Weitervermittlung dieser neuen Forschungsergebnisse auf all diesen Spezialgebieten. Und diese Kosten werden nach wie vor, da es eben nicht gelungen ist, einen Systemzuschlag für die Unikliniker zu erreichen, nach wie vor nicht adäquat abgedeckt. Und es hilft dabei leider auch nicht, wenn das Land in seinem neuen Hochschulpakt eben nicht die Ist-Zahlen der ausgebildeten Studierenden ansetzt zur Finanzierung der Fachbereiche Medizin, sondern eben über Sollzahlen leider eine Unterfinanzierung selbst auf diesem Bereich entsprechend entsteht. Ich glaube aber auch, dass wir viel stärker in den Blick nehmen müssen, eine einheitliche Digitalisierung unserer Universitätskliniker, nicht nur, weil dadurch eine effizientere Verwaltung erreicht werden kann, sondern ich habe insbesondere eine bessere, eine effizientere Behandlung von Patientinnen und Patienten dabei im Blick. Und wir sollten auch schauen, dass wir gemeinsam eine Forschungsstrategie erstellen, wie wir die Forschungsschwerpunkte in Regionalkonzepten vorantreiben können, genauso wie der Wissenschaftsrat uns das empfohlen hat. Also von daher heute sicherlich, Herr Kollege Bartel, ein Tag der Freude, weil an diesem Tage viele Hoffnungen, an denen wir lange festhalten mussten, bis sie in Erfüllung gingen, eben heute in Erfüllung gehen. Aber kein Tag meines Erachtens, um in irgendeiner Weise auftrumpfend zu reagieren, sondern ein Tag, den die Zukunft in den Blick zu nehmen und für diese Zukunft gemeinsam zu kämpfen, auf der Grundlage dessen, was wir erreicht haben, aber auch in dem Wissen darüber, dass wir noch viel mehr erreichen müssen, wenn wir unsere Universitätskliniker zum Wohle von Patientinnen und Patienten in die Zukunft führen wollen. Und deswegen zum Abschluss, lieber Thomas Spieß, auch von meiner Seite Glück auf für die neue Funktion. Ich glaube, es kann helfen, an einem so bedeutenden Uniklinikstandort einen Kenner der Materie zu haben. Ich hoffe aber, dass das im Sinne der Standorte auch in ihrer jetzigen Konstruktion, auch auf der Grundlage der Privatisierung eingesetzt werden wird, weil dann kann aus dem Tag der Hoffnung vielleicht sogar noch ein Tag der Versöhnung werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Kollegin Beer, bleibt da. Was ist mit der Schlussfrage des Kollegen Schaus? Bleibt da. Ja. Kollege Schaus, bitte. Ja, das müssen Sie beurteilen, Frau Beer. Frau Beer, empfinden Sie es nicht geradezu als zynisch, wenn die Rhön-Kliniken in ihren Mitteilungen in den letzten Jahren immer wieder betont haben, dass die in Deutschland entwickelte und vielen schwerst krebskranken neue Hoffnung gebende Behandlungsmethode deshalb nicht eingeführt wird, weil sie sich kostenmäßig nicht rechnet? Frau Kollegin Beer. Herr Kollege Schaus, ich habe ja genau diese Problematik angesprochen, und deswegen bin ich sehr froh, dass es eine 25-prozentige Investitions- und damit auch Kostenbeteiligung eines privaten Betreibers an dieser Stelle gibt, weil wir miteinander doch wissen, dass an anderen Standorten diese neue Technologie gescheitert ist. Schleswig-Holstein hatte versucht, in Lübeck, in Kiel eine entsprechende Anlage zu installieren. Es ist in einem rein öffentlichen Modell nicht gelungen. Es würde in einem rein privatrechtlichen Modell offensichtlich auch nicht gelingen. Und dementsprechend ist die Kombination, die wir jetzt gefunden haben, das in das Investitionsrisiko einen Privaten mit einzubeziehen, aber gleichzeitig die Erfahrungswerte auch von öffentlichen Klinikern damit zu kombinieren, meines Erachtens der Weg, der zum Erfolg geführt hat, zumindest schon einmal zum Erfolg, dass die Behandlungen jetzt begonnen haben. Und wir werden die Hoffnung haben, dass mit der Kombination
beider Erfahrungsschätze und auch der Risikobereitschaft des privaten Investors, dass noch mehr zum Erfolg geführt werden kann, indem noch mehr Patientinnen und Patienten als jetzt im ersten Jahr möglichst bald auf dieser Anlage behandelt werden mögen. Vielen Dank, Frau Kollegin Beer. Keine Zusatzfrage. Dann kommt der nächste Redner. Das Wort hat der Kollege May, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wenn wir zurückschauen, dann war im Herbst 2013 es keineswegs ausgemacht, dass die Partikeltherapieanlage in Marburg tatsächlich in Betrieb gehen würde. Zwar hatte die frühere Wissenschaftsministerin Eva Kühne-Hörmann im April 2013 eine wichtige Weichenstellung getan, als sie die Verhandlungen in Richtung einer Kooperation mit Heidelberg öffnete, was von unserer Seite her auch sehr begrüßt wurde. Aber sicher war das alles noch nicht. Umso wichtiger war es, den jetzigen Koalitionsparteien in den Koalitionsverhandlungen festzulegen, dass die Inbetriebnahme der Partikeltherapieanlage in Marburg für uns oberste Priorität haben wird. Wir haben das deswegen im Koalitionsvertrag von CDU und GRÜNEN so verankert. Und ich muss heute feststellen, die schwarz-grüne Koalition hat geliefert. Ich möchte mich an dieser Stelle auch persönlich beim Minister Boris Rhein bedanken, auch beim Ministerpräsidenten, die dort mit persönlichem Einsatz die Verhandlungen vorangetrieben haben und letztendlich zu einem erfolgreichen Ende gebracht haben. Ich finde, sehr geehrter Herr Kollege Grumbach, Ihre Ankündigung des Kollegen Spies und die Rede des Kollegen Spies, die hätten auch etwas in diese Richtung gehen können. Ich finde es sehr bedauerlich, dass Sie die Chance verpasst haben, heute tatsächlich Stellung zu nehmen zu dem, was auf der Tagesordnung steht, nämlich die Inbetriebnahme der Partikeltherapieanlage. Sie haben anstattdessen über vieles geredet im Hauptteil Ihrer Rede. Sie haben teilweise Spekulationen hier von sich gegeben. Sie haben von einer möglichen drohenden Schließung des Standortes Marburg geredet. Ich halte das für keinen würdigen Beitrag zu dieser guten Entwicklung, die wir hier haben. Und ich glaube, dass Sie darüber noch einmal nachdenken sollten, was Sie heute hier dargestellt haben. Und man muss Sie hätten vielleicht auch die Chance nehmen können, über die Rolle Ihrer Fraktion, aber auch Ihrer Person in dem ganzen Prozess noch einmal nachzudenken. Die war nämlich nicht so rühmlich, denn Sie haben eben nicht den Weg gewählt, den langen, steinigen Verhandlungsweg, sondern Sie haben in der Tat, und das wurde ja von den Vorrednern Dr. Bartelt und auch von Frau Beer schon darauf hingewiesen, dass Sie darauf gedrängt haben, den Verhandlungspfad zu verlassen. Ich kann dazu auch noch ein paar Zitate liefern. 2.1.2013 in der Frankfurter Rundschau. Das Land muss nun umgehend eine Rechnung schreiben. 3.1.2013. Wir fordern die Landesregierung auf, dem Röhm-Klinikum umgehend eine Rechnung zu stellen und die 107 Millionen € einzufordern. Oder hier 27.02.2014. Das ist so groß gedruckt, dass man es wahrscheinlich auch von Ihrem Platz auf lesen kann. SPD fordert Landesregierung zur Klage auf. Das zeigt doch, dass Sie den Verhandlungsweg, den wir gewählt haben und der uns letztendlich zu dem heutigen Ergebnis geführt hat, eben verlassen wollten und dass Sie eben nicht auf die Verwirklichung der Partikeltherapie drängen wollten, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Kollege May, der schon sehr oft zitierte und mit viel Beifall heute bedachte Kollege Dr. Spies möchte eine Zwischenfrage stellen. Kann man eigentlich nicht Nein sagen, oder? Also lassen wir. Jetzt war ich so lange hier und kann das mit dem Mikrofon immer noch nicht. Herr Kollege May, würden Sie mir denn zustimmen, dass die Einreichung einer Klage auf Zahlung von 100 Millionen €
die Verhandlungsbereitschaft für eine Leistung, die einen Bruchteil davon am Ende gekostet hat, spürbar beschleunigt hätte statt oder jedenfalls die Option geboten hätte und wir damit schon seit einem Jahr Patienten behandeln würden, statt so lange gewartet zu haben wie bisher. Vielen Dank, Kollege May. Sehr geehrter Herr Dr. Spies, also Fragen, die anfangen mit, würden Sie mir zustimmen, kann ich grundsätzlich nicht bejahen, aber vielleicht können Sie mir ja zustimmen, dass das Bestreiten des Klageweges anstatt von Verhandlungen nicht dazu geführt hätte, dass wir ein Ergebnis, ein komplexes Vertragswerk, was wir jetzt haben, erreicht hätten, sondern dass wir eben in einen Rechtsstaat eingetreten wären und wir eben heute keine Partikeltherapieanlage hätten. Und vielleicht denkt ja der zukünftige Oberbürgermeister von Marburg insgeheim, eingedenk der Debatten der letzten Jahre, gut, dass die SPD sich an dieser Stelle nicht durchsetzen konnte, sondern Schwarz und Grün Kurs gehalten haben, sodass meine Stadt jetzt das ehrgeizige Projekt von Forschung und Lehre und für die Patientenversorgung zum Erfolg geholfen hat. Ich glaube, darüber sollten Sie noch einmal nachdenken. Und die Inbetriebnahme hat ja schon ein großes mediales Echo hervorgerufen. Das ist ja auch eine faszinierende Technik, von der wir hier reden. Eine faszinierende Technik, die nebenbei gesagt auch in Hessen entwickelt wurde, nämlich am GSI in Darmstadt. Und es kommt auch Erleichterung in den Presseartikeln zum Tragen, dass die Politik an dieser Stelle ebenso beherzt zugegriffen hat und eben diese Technologie nicht nur eine Frage der abstrakten Forschung gelassen hat, sondern dass diese Technologie tatsächlich auch für die Hilfe am Menschen eingesetzt werden kann. Und von daher glaube ich, dass man das auch in einem Kontext sehen muss für den Standort Marburg. Und da möchte ich einmal eine ganz andere Lesart einschlagen als der Kollege Dr. Spies, nämlich vielleicht ist ja das zusammen mit anderen Dingen, die wir am Universitätsklinikum Marburg haben im Bereich der Versorgung und der Forschung von Krebspatienten, der Anlass, Dinge zusammenzuführen. Und von daher haben wir ja auch in unserem Antrag die Forderung und die Bitte an die Landesregierung aufgenommen, den Standort Marburg als Kompetenzzentrum zur Krebstherapie weiter zu stärken, weil wir eben sehen, durch die neue Technologie haben wir jetzt alle Therapieanlagen, alle Therapiemöglichkeiten an einem Ort. Von daher ist es doch nur schlüssig, dass man den Standort Marburg hier stärkt. Das zeigt, dass diese Landesregierung etwas ganz anderes vorhat, als irgendwie den Medizinstandort Marburg zu schwächen, sondern die Stärkung von Marburg. Das ist unser Ziel, und das ist auch ein Signal, das wir heute hier an diesem Ort geben wollen. Ich darf zum Schluss also feststellen, es war ein steiniger Weg, hier hinzukommen. Es hat sich ausgezahlt, einen langen Atem zu haben und auf Verhandlungen zu setzen. Wir GRÜNE freuen uns darüber, dass die Partikeltherapie nun endlich in Betrieb geht, weil sie eben vielen Menschen helfen kann, weil sie die Forschung in Marburg stärken kann. Im Übrigen, Herr Dr. Spies, auch das haben Sie ja problematisiert, wird von der Universitätspräsidentin in Marburg ganz anders gesehen, als Sie das dargestellt haben. Und von daher sehen wir für Marburg, für den Medizinstandort Marburg heute große Entwicklungschancen und freuen uns, dass wir diesen Erfolg heute hier im Plenum begehen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege May. Das Wort hat der Staatsminister Boris Rhein. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ganz besonders natürlich, lieber Herr Dr. Spies, ich weiß nicht, ob ich das als Drohung empfinden soll, diese freundliche kommunale Ankündigung, die Sie gemacht haben. Nein, ich empfinde es nicht. Nein, ich empfinde das nicht als Drohung, sondern in der Tat als Angebot, die nette Einladung. Und in der Tat, wir werden in der Zukunft wahrscheinlich noch mehr als bereits miteinander zu tun haben, weil es ja auch so ist, dass man immer wieder sagt, viele Städte haben eine Universität. In Marburg verhält sich so, dass dieses wunderschöne Marburg eine einzige große Universität ist. Und insoweit hat natürlich der Oberbürgermeister von Marburg und der Wissenschaftsminister immer einen engen Kontakt. Und so halte ich das mit Ihrem Vorgänger, und so werde ich das natürlich auch mit Ihnen halten. Und ich glaube, dass
das, was Herr May hier gesagt hat, eintreten wird, dass Sie sich freuen werden, dass diese Landesregierung Kurs gehalten hat. Weil das, was wir da am 11.11. gemacht haben in Marburg, ist ja wirklich ein guter Tag vor allem für Marburg gewesen, vor allem für den Standort Marburg gewesen. Es ist natürlich auch ein guter Tag gewesen für den Forschungsstandort Hessen. Auch das will ich nicht verschweigen. Aber es ist vor allem eines gewesen. Und ich glaube, das ist auch der Grund gewesen, warum wir Kurs gehalten haben. Es ist vor allem gewesen ein ganz besonders wichtiges Signal an die vielen schwer kranken Menschen, die vielen schwer kranken Menschen, die große Hoffnungen setzen in diese faszinierende hessische Technologie. Und, meine Damen und Herren, es ist eine Technologie, die jetzt ein Team einsetzen wird aus Wissenschaftlern, aus Experten, die kommen aus Marburg, die kommen aus Heidelberg, die auf höchstem Niveau arbeiten. Aber sie werden es insbesondere einsetzen für Patienten, denen eben keine Behandlung durch Operation oder durch konventionelle Bestrahlung angeboten werden kann. Und das Faszinierende ist ja nicht die Technologie, sondern das Faszinierende ist, dass diese Menschen jetzt eine neue Perspektive für ihr Leben erhalten. Das gilt vor allem, und ich glaube, schon alleine deswegen hat sich der Einsatz gelohnt, und schon alleine deswegen haben sich auch diese Mühen gelohnt. Das gilt vor allem für an Krebs erkrankte Kinder und für junge Erwachsene, weil die Strahlen dieser Marburger Anlage ja ganz besonders schonende Strahlen sind. Und was es gerade hier bedeutet, wenn man die Prognose für junge Menschen, für Kinder, die an dieser schrecklichen Krankheit erkrankt sind, deutlich zu verbessern, das muss ich wahrscheinlich in diesem Rahmen nicht näher und an diesem Ort nicht näher erläutern. Die Universitätsmedizin in Marburg, und ich bin Herrn May sehr dankbar und Herrn Dr. Bartel, dass Sie das deutlich hervorgehoben haben, hat sich in den vergangenen Jahren, nein, man muss sagen Jahrzehnten, eine zu Recht den Ruf einer exzellenten Adresse in der Krebstherapie erarbeitet. Das ist in allererster Linie das außerordentliche Verdienst der couragierten ärztlichen wie pflegerischen Kräfte, des couragierten ärztlichen wie pflegerischen Personals vor Ort. Aber, meine Damen und Herren, es hat auch mit den richtigen politischen Weichenstellungen zu tun. Denken Sie, Herr Gesundheitsminister, ich spreche Stefan Grüttner dabei an, denken Sie an das hessische Onkologiekonzept, das entwickelt worden ist. Denken Sie, und da bin ich bei der Debatte von gestern zum Haushalt, denken Sie an den Löwe-Schwerpunkt Tumor und Entzündung, den wir entwickelt haben von 2008 bis 2012, der die Grundlage gebildet hat für die anschließende Entscheidung, dann in Marburg ein neues Zentrum für Tumor- und Immunbiologie, das ZTI, zu errichten, eine Anlage, dessen Bau und Ausstattung Bund und Länder zusammen mit 49 Millionen € finanziert haben. Dieses Marburger Ionenstrahltherapiezentrum, da bin ich der festen Überzeugung, dass das so sein wird, wird die Reputation des Medizinstandortes Mittelhessen, aber natürlich auch Marburg und ein Oberbürgermeister muss im Interesse seiner Stadt da besonderes Interesse daran haben, stärken. Und dieses Therapiezentrum wird ein Vorbild in Europa sein. Und das gilt zumal, Herr Dr. Bartel hatte in der letzten Plenardebatte mal darauf hingewiesen, weil der Bedarf an dieser innovativen Therapie in Europa bei Weitem nicht gedeckt ist. Er hat die Standorte genannt, die wir in Deutschland haben, und hat auch europaweit gezeigt, wie groß die Schere auseinandergeht zwischen den verfügbaren und den nachgefragten Therapieplätzen. Das, finde ich, darf man bei einer solchen Entscheidung auch nicht ausblenden. Dass wir dieses Zentrum in Marburg auf den Lahnbergen eröffnen. Es ist in der Tat, und dafür bin ich Schwarz-Grün dankbar, dass Sie diesen Antrag hier gestellt haben, es ist das Ergebnis einer klugen, es ist das Ergebnis einer besonnenen und es ist das Ergebnis einer geduldigen Politik. Es ist im Übrigen auch das Ergebnis einer Politik, die immer das Gelingen des Projektes im Auge hatte und die nicht das Scheitern
herbeigeredet hat, die nicht durch welche Aktion auch immer versucht hat, das Scheitern herbeizuführen und die Diskussion zu führen, wer wem welches Versäumnis anlasten könnte, sondern es ist das Resultat einer Politik, die im Koalitionsvertrag zwischen CDU und GRÜNEN angelegt worden ist. Dort heißt es auf Seite 75, ich will das schon auch noch einmal hier zitieren, die Inbetriebnahme, und das ist das eigentlich ausschlaggebende Wort, ist für die Koalitionspartner von zentraler Bedeutung. Jetzt lassen Sie mich doch auch einmal im Blick auf die GRÜNEN eines sehr deutlich sagen. Die GRÜNEN waren auch einmal Opposition, und wir haben auch intensive Debatten. Wir haben auch intensive Debatten über das Thema Marburg geführt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wissen Sie, was die GRÜNEN aber von Ihnen unterschieden hat, dass Sie eine konstruktive Politik betrieben haben? Denn die GRÜNEN wollten immer die Inbetriebnahme. Ich erinnere an den Haushaltsantrag des von mir sonst sehr geschätzten Herrn Dr. Spies, der den Schadensersatz in den Haushalt einstellen wollte. Die GRÜNEN haben dagegen gestimmt, und damit haben Sie deutlich gemacht, dass Sie die Inbetriebnahme immer im Auge hatten. Und insoweit will ich auch einmal sehr deutlich sagen, das unterscheidet eine konstruktive Politik von Rot-Rot, die es eben anders gesehen hat. Ich will Sie an einem heutigen Tage nicht behelligen mit Auf und Ab dieses Projektes. Ich will Sie auch nicht behelligen mit den vielen politischen Spielchen, die getrieben worden sind. Aber eines habe ich, als wir das eröffnet haben, Frau Dorn ist ja auch in Marburg gewesen, als wir die Veranstaltung in der Universität hatten. Ich habe das auch da schon gesagt. Also so manche Rede, die hier im Hessischen Landtag zum Thema gehalten worden ist, hat sich im Lichte dieser Veranstaltung, nämlich der Inbetriebnahme der Partikeltherapie, ich bin dankbar, Frau Wissler, dass Sie mich so anschauen, wirklich, so manche Rede hat sich ganz besonders interessant gedreht. Ich habe sie mir alle wieder geholt. Sie lesen sich wirklich wunderbar. Ich habe sie mir über Jahre durchgelesen. Eine ganz spannende Geschichte. Ganz spannend finde ich auch immer, wenn Frau Beer dann uns zum Vorwurf macht, wir hätten den Systemzuschlag nicht realisiert. Also Frau Beer, das haben Sie in der letzten Debatte gemacht, Sie haben es heute wieder gesagt. Das ist ja nun wirklich auch eine interessante Bemerkung von Ihnen gewesen, weil nach meiner Erinnerung war doch vor Schwarz-Rot im Bund Schwarz-Gelb. Und warum haben Sie denn da den Systemzuschlag nicht einfach umgesetzt? Müssen wir die Debatte heute so nicht mehr führen. Ich will Ihnen aber darüber hinaus auch die Debatte über das Für und Wider von Privatisierungen ersparen. Nur eines will ich am Rande schon auch sagen. Die öffentliche Hand hätte wahrscheinlich eine solche Partikeltherapieanlage nicht stemmen können. Die öffentliche Hand hätte das nicht gemacht, oder sie hätte es unter Zurückstellung anderer Prioritäten machen können. Das gehört ein bisschen zur Wahrheit auch dazu. Und zu der gleichen Wahrheit gehört natürlich auch noch eins, dass dieser Verbalradikalismus, ich erinnere mich ja, vom ersten Tag an meiner Amtszeit wurde mir gesagt, du musst jetzt auf den Tisch hauen, du darfst dich nicht am Nasenring durch die Manege ziehen lassen von so einer Heuschrecke aus Neustadt an der Saale, sondern du musst jetzt Klage erheben, mach Druck und zeig denen mal, dass ein Land sich so etwas nicht gefallen lässt. Meine Damen und Herren, das hätte keinem einzigen Patienten, der auf diese Technologie wartet, auch nur einen Deut geholfen. Einen Deut geholfen. Denn was wäre denn, ja, weil Sie Ho Chi Minh ansprechen, also Ho Chi Minh war ja ein kluger Mann, eine solche Forderung hätte Ho Chi Minh garantiert nicht gestellt, die Partikeltherapieanlage abzubauen. Und das unterscheidet im Übrigen auch die deutschen Sozialisten-Kommunisten von den vietnamesischen Sozialisten-Kommunisten. Aber das ist vielleicht Thema für eine andere Rede, die ich an einem anderen Ort halten werde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich werde heute Mittag beim Mittagessen mit dem Staatspräsidenten vielleicht das auch einmal erörtern. Aber wie gesagt, das ist Thema für eine andere Rede an einem anderen Ort. Das, was Sie hier vorgehabt hatten, hätte den Abbau der Anlage bedeutet, und dieser Landesregierung ging es eben um die Patienten, es ging Ihnen um die Behandlung dieser Patienten. Und wenn ich vor diesem Hintergrund, wenn ich auch im Bewusstsein der geschichtlichen Zusammenhänge diese eine Hoffnung formulieren darf, dann vielleicht jene, dass dieses Ionenstrahltherapiezentrum, was wir in Betrieb genommen haben, mit dazu beitragen möge, so manchen ideologischen Graben zuzuschütten, statt neue aufzuwerfen. Es ist ein Partikeltherapiezentrum, das heute in Betrieb ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will allen, die dazu beigetragen haben, dass wir das heute so formulieren können,
ein aufrichtiges Dankeschön sagen. Das gilt für die Partner aus Heidelberg. Das gilt für die Partner natürlich der, darf das wiederholen, ältesten evangelischen Universität der Welt, der Philipps-Universität Marburg und ganz besonders ihrer Präsidentin. Es gilt für die Partner von Rhön, aber ich will das auch sehr deutlich sagen, jetzt ist sie leider nicht da, es gilt auch für die Kollegin Hinz, die mit Hochdruck, wirklich mit Hochdruck an der atomrechtlichen Genehmigung gearbeitet hat und die uns ermöglicht hat, dass wir eben in einem Zeitplan das so erledigen konnten, wie wir es erledigt haben. Aber eines will ich sehr deutlich sagen. Der wirklich das größte Verdienst an der Inbetriebnahme hat, ist der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, der wirklich mit einem unglaublichen, und zwar hohem persönlichen Engagement für die Interessen dieses Landes gekämpft hat, wie ein hessischer Löwe. Wenn er es nicht gemacht hätte, würden wir heute diesen Tag so nicht begehen können. Herr Staatsminister, Sie denken an die Redezeit. Herr Präsident, und deswegen will ich auch versöhnlich enden. Ich will, lieber Herr Dr. Spies, Ihnen alles Gute wünschen für die Amtszeit in Marburg. Ich habe das im Ausschuss schon gesagt. Ich finde, Sie haben diesen Ausschuss ganz vorzüglich geführt, mit hoher Kompetenz, mit hoher Sachkompetenz natürlich. Sie haben ihn, wie ich finde, geführt, auch mit Stil und mit Humor, der Ihnen natürlich zu eigen ist. Ich habe Sie als Ausschussvorsitzender lieber gemocht als als Wahlkreisabgeordneter. Ich will das nicht verschweigen, aber es ist ja auch Ihre Aufgabe als Wahlkreisabgeordneter, nicht dem zuständigen Minister zu gefallen. Deswegen haben Sie auch das natürlich so gemacht, wie Sie es machen müssen. Sie haben mir etwas voraus. Sie haben etwas geschafft, was ich nicht geschafft habe. Sie sind Oberbürgermeister, direkt gewählter Oberbürgermeister geworden. Deswegen will ich mit großem Respekt sagen, direkt gewählter Oberbürgermeister zu werden, ist eine große Sache. Ich habe da großen Respekt vor. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen das Schicksal gewesen, dass mich dann in dieses wunderschöne Amt in der Landesregierung geführt hat und dazu führen wird, dass wir beide, ich sagte es eingangs, noch enger als bislang sowieso schon konstruktiv zusammenarbeiten werden. Und auch ich werde daran arbeiten, Herr May, dass der Oberbürgermeister der Stadt Marburg dann in 6 Jahren verkünden wird, es war eine gute Entscheidung von Schwarz-Grün, die Partikeltherapieanlage in Betrieb zu nehmen. Herzlichen Dank, alles Gute, viel Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank, Herr Minister. Meine Damen und Herren, es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist 78 erledigt.